Wieso lädt sich endlich mein Mana so auf? Verstehe ich nicht. Na gut. Dann brauche ich auch keinen Mana-Pot. Irgendwie läuft Wasser. Oh, und Fische und so ein Krams. Wir sind also in so einer Traumwelt, in so einer Parallelwelt, wo wir Magie haben. Seek the ancient runes bearing my mark in the lonely places of your world and at shrines raised in my name. These runes will grant you powers beyond those of other men. To help you find these runes, I give you this, the heart of a living thing molded by my hands. With this heart, you will hear many secrets and it will guide you toward my runes. No matter how they may be hidden. Okay. Listen to the heart now and find another room. Okay. Also, okay. This place is the end of all things and the beginning. Gut zu wissen, eh? Irgendwo ist hier was. In 100 Metern Entfernung, da ist aber auch. Stimmt was, ey. Moment. Ach, Mana nur. Ja. Na gut. Ich muss ins Gebäude hinein. Schätze ich mal. Na gut, dann mache ich das auch. Whee! Alles steht hier auf dem Kopf. Ich durchsuche das hier ein bisschen. Nee, hier ist nichts. Whee! Hi. Jetzt habe ich irgendwas gefunden. Ah, ein Skill. Okay. Dann geben die mir irgendeine Kraft. Und die kann ich sammeln, um übernatürliche Kräfte zu bekommen. Also diesen Blink, der ist schon mal sehr geil. Ich kann hier skillen. Dark Vision, was macht das? See in the dark and see living beings who walls. Also, ich kann... Halt, das ist so ein Röntgenblick. Das hätten wir hier. Leben ist erhöht. Das finde ich gar nicht so geil. Nee, ich möchte gar nicht. Das ist schon eher interessant, aber... Das ist geil. Das ist echt. Der obere Skillbaum sieht mir interessanter aus als der untere, weil ich unentdeckt bleiben möchte. Obwohl ich gerne kämpfen würde. Ich möchte beides. Ich möchte auch gerne mal Menschen also erledigen. Nicht nur ohnmächtig machen. So kämpfen halt. Aber naja.
Erstmal nehme ich mir Dark Vision. Jupp. So, dann kann ich halt diesen Röntgenblick und dann sehe ich auch deren Sichtkegel. Also wo sie gerade hinschauen und so. Und das jetzt in Level 2 zeigt mir Items sogar noch an. Fett. Habe ich sonst noch hier irgendwie einen Punkt? Weil hier ist noch so ein Rufzeichen. Nö, jetzt nicht mehr. Im Inventar habe ich nichts. Keine Schlüssel. Keine Upgrades. Ist okay. How you use what I have given you falls upon you, as it has to the others before you. Now I return you to your world, but know that I will be watching with great interest. Aha. Aha. Dann gehen wir zurück in die Bar und wachen dann tatsächlich echt auf und haben das Tattoo in der Hand. Das heißt, es war also nicht so ein Traum, das war so ein halbechter Traum quasi. Ach so, jetzt muss ich... Oh, cool. Ja, das ist geil. Dann benutze ich dieses Herz. So, das ist hier irgendwo. Ich habe ein Herz in der Hand, ey. Das ist doch total freaky. Attention, Dunwall citizens. River traffic is forbidden from landing in the distillery district due to risk. Naja, wir haben hier dieses Herz. Dann können wir uns hier so ein Runending holen. Muss aber auch wieder hoch können. Na gut. Ich hier mal aufstehen hier. Oha, irgendein Fisch hat mich gebissen. So. Jetzt haben wir noch einen Skill. Können wir das hier aufbessern? Ne, das kann ich gar nicht upgraden. Kann ich das hier dingsen? Das hier kostet 3 Runen. Nö. Wie lange hält das eigentlich? Ich weiß es nicht, aber hier Zeit anhalten ist cool, auf jeden Fall. Und die Übernahme eines Tieres. Also ich kann in den Körper eines Tieres schlüpfen. Ich frag mich, ob ich... Ne, Moment, ich kann das hier einfach weiterbauen. Ich brauche das hier gar nicht. Das ist keine Voraussetzung für den zweiten Skill. Das heißt... Okay. Das ist echt interessant. Das ist echt interessant. Na gut, dann behalte ich den Punkt erstmal. Ist irgendwo dieser Todesfisch, ey. Schwimm schneller. So, dann hätten wir das hier auch. Oh shit, dieser Fisch. Oh mein Gott. Dieser Fisch.
Fisch hat mich fast totgebissen. Naja, okay. Dann schaue ich mich hier mal um. Vielleicht gibt es hier was zu futtern. Ist ja Fisch. Drecksviech, ey. Hat das Herz hier vielleicht was zu finden hier für mich? Moment, dieses Dark Vision benutze ich mal. Aha. Na gut, dann haben wir hier nichts. Menschen sind da. Ah ne, Items sehen wir ja noch nicht. Stimmt ja. Aber ist echt geil, ey. Na gut, wo sollte ich nochmal hin? Genau, ich sollte zu den beiden Admirälen. Oder zu dem einen Admiral. Hi. Well, let's get down to it. First off, I know that assassination is dark business. But sometimes, good men have to do bad things to make the world right. Our purpose is clear. We want to restore Her Majesty's line by finding and putting Emily Caldwin on the throne. To those ends, we'll hide. Act in shadow. Take them apart, piece by piece. Tonight, High Overseer Campbell dies by your hand. It won't be easy. He's protected by his overseers, an army of religious zealots. But if anyone can do it, you can. Your exploits are legendary. Campbell carries a private journal. Once you've eliminated him, get the journal, because we think it contains Emily's location. Recovering her is obviously critical, assuming she's alive. That's the gist of it. Remember our cause and strike true. We're counting on you. Okay. Also wir sollen diesen Campbell is holding a former overseer by Campbell Martin. He's one of us. And if you manage to find him, give him whatever help you can. He's a master strategist and he got caught working for our cause. It'd be good to have him back here at the Hauptpitz. Okay. Dann gehen wir mal hier zu Samuel hin. Oh, hi. Corvo. Hello. I'm Callista. I work here for Admiral Havelock. I'm sorry to intrude on your business, but this is important. I suspect you're going to kill the High Overseer. That wretched man. There's really no reason for you to listen to me. But my uncle, Jeff Kernow, still serves as captain in the City Watch. But he's a good man, and my only family. The chatter in servant circles is that Campbell just took delivery of an exotic poison, and I think I know why. My uncle's not corruptible like the rest of them. Campbell is going to poison my uncle. Do you think you could protect him? You used to do that, right? Before you had your current profession. Before you became an assassin. Ja, ich habe früher Leute beschützt, bevor ich die Leute gekillt habe. Ja, jetzt bin ich Killer. Na gut. Reisen wir mal. Just wondering, sir, if you thought about perhaps seeing Piero before venturing into the Overseer's Nest. I'd recommend going with the best gear you can get together. Okay, eigentlich sollte ich vielleicht noch ein bisschen, da hat der recht, sollte mich vielleicht ein bisschen vorbereiten. Am besten finde ich hier was zu futtern, aber ich habe schon alles genommen. Das ist das Problem. Attention, Dunwall citizens. Do not attempt to house or care for a friend or family member who shows signs of blood on their face and chest area. The only way to help them is to bring them to the City Watch. They will be taken to the flooded district. Was sind das für abgefuckte Straßen hier, ey? Ich will was zu essen finden. Ja, ich suche Essen. Auf der Straße, ja.
Ja, ich merk's, das ist eine blöde Idee, aber da ist was. So. Ich check das Ganze hier noch ein bisschen. Hier ist doch bestimmt noch was, ey. Sieht hier so verdächtig aus alles. Da ist noch was. 20 Gold, Coins und hier ist sonst nichts. Nö. Ja, dann klettern wir mal. Sind hier keine vergammelten Essensreste, die ich fressen kann? Tatsächlich nicht. Ausnahmsweise mal ein Stuhl, der sich nicht kaputt hauen lässt. Ja. Irgendwie ist hier nichts. Ja, dann ich guck mal, was es da gibt. Office. Ach so, hi. Hier bin ich also. Ich hab einen Fehler gemacht, indem ich alles aufgefuttert habe, was ich gefunden habe. Und jetzt habe ich nichts mehr, weil der Fisch mich kaputt gekaut hat, ey. Spasti. Naja, ich werde jetzt wohl im nächsten Part reisen. In diesem Part wird nichts mehr großartig passieren. Ich muss auch auf Klo. Sogar dringend. So langsam. Und, ja, dann scheiß drauf hier. Dann gehe ich halt mit halbem Leben davon hier. Ja. Ich speichere dann eben schnell hier. Ist es gespeichert? Ja. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir werden im nächsten Teil Meuchelmördern. Auf jeden Fall. Glaube ich. Doch, ja, töten. Töten. Ja, wir werden töten. Ich werde meinen Stil ein bisschen ändern. Ich werde töten. Ja. Bis zum nächsten Mal.